und der Nilze. Das ist das hier mit so ein Fach ist, das zum Bremsen. Ich habe mich dran gewöhnt an das große Format. Jetzt in der Zwischenzeit. Es ist sogar jetzt schwieriger, vom großen Format dann nachträglich auf ein kleines umzusteigen. Ja, weil das, man kann hier drüber rausgehen. Ja, da hört die Linie nicht hier zufällig irgendwo auf. Beim kleinen Format ist das eher mal der Fall, dass man sich einfach einschränkt, eingrenzt. Ganz spielerisch muss man das machen. Am Anfang, dass man noch alle Möglichkeiten hat. Formt sich eigentlich erst am Schluss. Und da zeichne ich jetzt einfach mal so einen Ansatz von dem Gesicht rein und kann dann nachher mit Farben wieder dagegen schaffen. Oder das nutzen wir schon mal. Ist egal. Du kannst bloß nicht ganz hochziehen, gell? Wegen der Wand? Ja klar, also kannst du nur zum Teil hochmachen. Es ist ja im Kopf noch nicht fertig. Es entsteht ja im Prozess. Und dadurch, wenn es hängt, man kann es mit Abstand betrachten, man sieht andere Dinge noch, die einem plötzlich was schenken, wie man so manches Mal sagt. Und einfach vom Untergrund sich da selber das Auge was zusammenspinnt und zusammenzieht und dadurch gibt es dann plötzlich ganz interessante Formen. Und das ist oftmals, man muss das mehrmals machen, man hängt es dann nachher auch wieder ab und legt es dann wieder auf den Boden und versucht das im Kopf zu behalten, was man an der Wand hier gesehen hat und das versucht man umzusetzen, deckt manchmal wieder zu, manches Mal wird es dann überhaupt nichts, man verwirft wieder alles und schmeißt es wieder über den Haufen und macht dann was anderes, was Neues draus. Und dann hängt man es wieder auf und guckt es wieder an. Das ist ein Prozess, der kann Tage dauern, kann sein. Er ist manchmal auch sehr schnell fertig. Ja. Der Urgedanke war ja Kameraland großartig. Das heißt, Kameraland hat so eine Höhe, so eine Raumhöhe, dass man darin auch großformatige Arbeiten machen kann. Und die Einzelnen sind in ihrem privaten Bereich durchaus begrenzt, beschränkt, weil man einfach nicht die Möglichkeit hat. Und das war der Grund, warum wir hier rein sind und warum wir hier miteinander gemeinsam arbeitet. Leider sind wir trotzdem nicht immer so frei, dass man das zulässt. Das ist schon ja. Interessant. Die Bilder werden am Ende von dieser Arbeitsperiode, das ist die erste Februarwoche, da werden die hier ausgestellt. Und zwar haben wir uns vorgenommen, wir tapezieren das Kameraland. Das war eine verrückte Idee, die aber eigentlich jetzt im Nachhinein sich richtig toll rausstellt und uns selber auch unheimlich beflügelt. Ja, und da wird dann praktisch diese 4,20 Meter Bahn eine neben der anderen gehängt, sodass jeder, der reinkommt, den erschlägt es erstmal. Aber ich denke, das gibt eine tolle, auch fast eine Rauminstallation, kann man sagen. So, jetzt ein bisschen weites Blatt zum Abschluss kommt.